Die Ehe von Everlast hält nicht ewig. Die Frau des Rappers hat in Kalifornien nach 13 gemeinsamen Jahren nun die Scheidung eingereicht. Sein Künstlername bedeutet im Deutschen so viel wie ewig. Doch die Ehe des Rappers Everlast 52 ist offensichtlich nicht für die Ewigkeit bestimmt. Wie das US-Portal TMZ meldet, hat die Frau des ehemaligen House of Pain-Frontmannes die Scheidung eingereicht. Lisa Schrodi habe die entsprechenden Dokumente am Mittwoch zu einem kalifornischen Gericht gebracht. Laut den Unterlagen habe man sich nach 13 Jahren Ehe bereits am 8. Dezember 2021 wegen unüberbrückbarer Differenzen getrennt. Everlast, der mit bürgerlichem Namen Eric Francis Schrodi heißt, heiratete das ehemalige Erotikmodel im Jahr 2009. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, die 12-jährige Laila und die 9-jährige Sadie. Laut den Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, beantragt Lisa Schrodi das gemeinsame rechtliche und physische Sorgerecht. Somit würden sich beide Elternteile zu gleichen Teilen um die Kinder kümmern dürfen. Außerdem fordert sie Unterhalt in bislang nicht genannter Höhe. Everlast wurde mit House of Pain weltberühmt. Der Musiker Everlast ist vor allem durch sein Engagement als Frontmann der Rap-Kombo House of Pain weltberühmt geworden, die er selbst 1991 gründete. Mit House of Pain feierte er bis 1996 zahlreiche Charterfolge. Von 2005 bis 2021 war er Mitglied der Hip-Hop-Supergroup La Choca Nostra. Seine größten Erfolge hatte er jedoch als Solokünstler. In dem Kultfilm Judgment Night, zum Töten verurteilt im Jahr 1993, spielte er außerdem neben Superstars wie Emilio Estevez 59 oder Cuba Gooding Jr. 54.